Ich zeige euch jetzt, wie man die Schulter schräg strickt, aber vorab erstmal, wie ich das jetzt ausmesse. Also ihr seht ja hier am Rand, Moment, jetzt will ich mir meinen Bleistift, das war hier meine erste betonte Abnahme. Und dann gehe ich hier einfach die Reihe rüber, lege mir dann hier ein Lineal hin oder ein Blatt Papier, lege dort mein Maßband an und bei meiner Größe, das ist hier verrutscht, bei meiner Größe müssen es 22 cm sein. Also das sind jetzt 22 cm, das heißt hier am Rand rechts und links beginnt man jetzt mit dem Abketten für die Schulterschräge. Und was ich mir auch noch merke, das hier war meine letzte betonte Abnahme. Nicht mal, hier oben. Hier oben war meine letzte betonte Abnahme. Und ich zähle jetzt schon mal die Maschen durch, weil ich möchte es ja beim Vorderteil identisch haben. Also das hier ist die letzte betonte Abnahme. Und dann gehe ich hier wieder von rechts rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 Maschen. 8 Maschen ergibt 16 Reihen und das notiere ich mir fürs Vorderteil, damit das dann identisch wird. Wir stecken jetzt die Schultern ab. Ganz wichtig, wir sind hier auf der Vorderseite und in der Anleitung steht ja beidseitig 4x4 Maschen abketten. 4x4 ist 16. Ich habe mir jetzt hier am rechten Rand 16 Maschen abgezählt, habe mir hier einen Maschenmarkierer reingemacht. Das gleiche am linken Rand, auch 16 Maschen abgezählt, Maschenmarkierer rein. Und wenn ich jetzt hier die mittleren Maschen abzähle, die müssen zum Schluss stehen bleiben, komme ich genau auf die 33 Maschen, wie es in der Anleitung ist. Also wir fangen jetzt einfach mal rechts an und ketten 4 Maschen ab. Die erste Masche hebe ich wieder einfach ab, wie gehabt. Dann habe ich hier eine linke Masche. Und jetzt ziehe ich die Randmasche hier drüber. Schön locker, nicht zu fest. Dann haben wir hier die Umschlagmasche. Also Nummer 2. Dann kommt wieder eine linke, 3 und die vierte, 4. Zieht ihr euch das schön, dass es nicht zu fest wird. Dann haben wir schon mal die ersten 4 Maschen und dann stricke ich einfach normal weiter, bis ich auf der linken Seite bin. Die Maschenmarkierer nehme ich mir jetzt einfach mal mit rüber. Dann kommen die mittleren Maschen und dann kommen wir zum linken Rand. Jetzt kommen wir zum linken Rand und das stricken wir jetzt wirklich bis am Ende, denn der linke Rand, den ketten wir von der Rückseite her ab. Also ich stricke jetzt einfach hier ganz normal die Reihe zu Ende. Und hebe auch hier meinen Maschenmarkierer rüber. So, jetzt wenden wir. Jetzt sind wir auf der Rückseite. Und jetzt ketten wir hier auch 4 Maschen ab. Also erste Masche abheben. Eine rechte.
ziehe mir die rüber. Masche Nummer 1 abgehoben. Dann haben wir hier die linke Masche mit dem Umschlag. Die hebe ich jetzt hier auch ganz normal ab. Und ziehe die vorherige Masche drüber. Mal gleich hier ziehen, damit es hier nicht so fest wird. Dann haben wir wieder eine rechte. Das ist also dann Nummer 3. Und jetzt haben wir noch die vierte Masche zum Abketten. Also ihr könnt sie auch theoretisch links abstricken, aber ich mache es jetzt mit Umschlag. Da habe ich halt dann hier die Masche mit dem Umschlag, aber das macht ja nichts. Und dann sind wir in der Vorderseite wieder. Jetzt ketten wir wieder 4 Maschen ab, so wie wir es vorhin auch gemacht haben. Also erste Masche abheben, dann kommt hier eine linke. Dann kommt, also das war jetzt Nummer 1, dann kommt hier diese doppelte. 2. Schaut das Ganze so aus und dann stricke ich wieder bis zum Ende der Reihe. Am Ende der Reihe wende ich natürlich wieder und kette jetzt auch, hoppala, hier am Rand wieder meine 4 Maschen ab. Also erste Masche abheben, dann kommt eine rechte, also eine Masche abgekettet, dann kommt die Masche mit dem Umschlag, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das sind die ersten 4, das sind die zweiten 4. Dann könnt ihr immer hier nochmal zur Kontrolle durchzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also 8 Maschen. Ich stricke wieder bis zum Ende. Und dann mache ich wieder hier auf der Vorderseite die nächsten 4. Und das mache ich, bis ich dann auf jeder Seite 4 Maschen abgekettet habe und ich hier nur noch die Maschenmarkierer, also die mittleren Maschen auf der Nadel habe, und dann melde ich mich wieder. Ich bin jetzt wieder hier auf der Vorderseite 3x4 Maschen abgekettet. Das waren die ersten 4, das waren die zweiten 4, das waren die dritten 4 Maschen. Jetzt habe ich hier noch 4 Maschen vor meinem Maschenmarkierer. Dann habe ich hier die mittleren Maschen, hier habe ich den Maschenmarkierer und 4 Maschen. Und jetzt ketten wir zum letzten Mal für die Schulter ab. Das zeige ich euch jetzt noch mal schnell. Dann haben wir es eh schon geschafft. Also erste Masche wieder abheben. Dann haben wir hier die linke Masche. 1. Jetzt nehmen wir hier die Maschenmarkierer weg. Nehmen hier die Masche. So, jetzt habe ich die 4 Maschen. Jetzt stricke ich wieder bis Ende der Reihe.
dann wenden wir. Sind wir auf der Rückreihe. Hier habe ich noch meine 4 Maschen. Die müssen wir natürlich jetzt auch noch abketten. Erste Masche abheben. Dann habe ich hier die linke Masche. Die mache ich jetzt mit Umschlag. Hier gleich ein bisschen lockern. Dann haben wir hier die Nummer 3. Maschenmarkierer rausschmeißen. So. 4-mal abgekettet. Und wenn ihr jetzt eure Maschen auf der Nadel zählt, plus der einen hier auf der rechten Seite, dann müsstet ihr jetzt die Maschenzahl haben, die wir brauchen. In meinem Fall sind es 33. Und jetzt stricken wir einfach die Reihe zu Ende. Und dann ketten wir auf der Vorderseite die letzten Maschen auf einmal ab. Und dann ist das Rückenteil auch schon fertig. Und ihr seht, man muss bei dem Garn wirklich ganz locker abketten, damit sich das hier nicht so zusammenzieht. Wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr auch eine dickere Nadel hernehmen, wenn es euch leichter fällt. So, jetzt haben wir es gleich. Die letzte Masche rechts. Jetzt sind wir hier auf der Vorderseite und jetzt ketten wir die mittleren Maschen ab und dann sind wir fertig mit dem Rückenteil. Das ist jetzt eine linke. So, und hier jetzt wirklich darauf achten, dass ihr schön locker abkettet, damit es euch das nicht zusammenzieht. Am besten immer gleich hier so ziehen. Kommen die letzten Maschen, dann sind wir schon fertig. So, das ist jetzt die letzte. So, jetzt ganz vorsichtig hier die Masche ein bisschen länger ziehen. Dann holen wir uns eine Schere. Könnt ihr den Faden ruhig jetzt auch ein bisschen länger machen, weil den können wir dann gebrauchen, um die Schulternaht zu nähen. Also abschneiden. Und dann zieht ihr den Faden durch. Jetzt zeige ich euch einen Trick, damit es hier am Rand nicht so ausleiert. Die Schlaufe hier einfach so ein bisschen über die Kante hier ziehen und dann vorsichtig anziehen. So. Jetzt schaut es nämlich hier schön ordentlich aus. Und wir sind fertig mit dem Rückenteil.